Hallo zusammen, ich habe hier ein Slim 150. Ein 150 Liter Kühlschrank anstelle eines Absorberkühlschranks im Wohnmobil. Wir haben Electrolux, die Slimline hat, und Tedford. Und ich habe hier den Katalog. Das ist der RML 104T Slimline. Und hier einfach mit einer Tür. Und ich zeige euch jetzt die Alternative mit Kompressor. Das ist der Slim 150. Die Breite ist 3 mm kleiner als der Dometic. Und wir haben unten einen Auszug. Und wenn ich den drehe, sieht er so aus. Bin hier im Bild vielleicht ein bisschen draußen. Hier habe ich einen Getränkeauszug. Hier kann ich Literflaschen, hier 1,5 Liter Flaschen hier reinstellen. Wir schauen jetzt das aus der Nähe an. Wir sehen den Auszug von oben. Und eben hier bringe ich Literflaschen rein. Hier habe ich eine Trennwand, die ich hier verstellen kann, so dass mir die Flaschen nicht unbedingt rausfallen. Ich habe hier einen Verschluss, dass die Türe nicht aufgeht. Wenn ich ihn ganz rein mache, klickt das ein. Das heißt, ich kann hier rausziehen. Ja. Der Inhalt hier ist aus Chromstahl. Die Plexiglasplatte ist aus Plexiglas. Und die PET-Flasche, die ist einfach so Standard. Wir sehen, die ist jetzt umgefallen. Ja, das ist der untere Auszug in diesem Kühlschrank. Die Temperatur hier in diesem Auszug ist die gleiche wie hier oben. Wir können den Schrank umbanden, dass die Türe also so aufgeht. Die Löcher sind vorbereitet, der Verschluss kommt auf diese Seite und das Scharnier, das hier kommt hier runter und das kommt hier hoch. Die Löcher dafür sind vorbereitet, also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben von hier bis ganz unten ist das durchgehend, ich kann also hier reinfassen. Eben der Schrank ist mit 42 cm relativ schmal. Hier habe ich Tablare drin. Hier habe ich Fächer für die Getränke, nochmals Getränke. Ich muss das Teil hier hochsetzen und dann kann ich hier die 1,5 Liter Flasche reinstellen. Also das hier hoch in diese Ablage oder ganz draus lassen. Dann kriege ich hier die 1,5 Liter Flaschen rein, es sind hier überall Sperren drin, dass sie nicht wegrutschen. Und hier oben habe ich dann ein Tiefkühlfach mit dem Deckel gegen oben öffnend. Und hier oben ist die Steuerung. Ich habe einen Nachtmodus, wo er ruhiger läuft und die Temperatur einstellt. Der Kühlschrank ist hier oben schräge und hier hinten haben wir die Kälteleitung und wir sehen auch hier, die Leitung ist versehen mit Kupplung. Standard ist hier 1,5 Meter Leitung dran, auf Wunsch könnt ihr hier 10 Meter haben. Das heißt, das Kühlaggregat, was hier jetzt oben drauf steht, man sieht es schlecht, das könnt ihr irgendwo deplatzieren, das heißt unterm Schrank, Nebenschrank, im Keller, sogar unterm Fahrzeug. Die 1,5 Meter Leitungen reichen relativ weit, aber wenn es länger sein muss, haben wir als Option, dass wir das verlängern können. Ich habe hier einen Katalog, den verlinke ich euch logischerweise unten. Ich habe hier die Maßzeichnung. Hier ist der Kühlschrank, der 150 Slim. Die Aggregatabmessungen, also die Außenabmessungen und dann die Abmessung vom Aggregat. Optionen, Standard läuft das Gerät auf 1224 Volt.
wenn ihr vorwiegend über Solar arbeitet oder ihr habt noch ein Ladegerät im Boot oder Wohnmobil, dann geht das eigentlich ohne Probleme, dass wir über das Ladegerät den Kühlschrank speisen. Wenn ihr jetzt aber ein Boot sind und ihr, das Schiff hängt sehr viel im Hafen und ihr wollt auch den Trennschalter rausmachen und den Kühlschrank weiter betreiben, wenn ihr nicht auf dem Boot seid, dann empfehle ich die Option hier, Option A mit Vorrangschaltung 230 Volt. Das heißt, ich habe zwei Anschlüsse. Ich habe einen 12 Volt Anschluss und einen 230 Volt Anschluss. Und dann habe ich eine automatische Vorrangschaltung, sobald 220 Volt eingesteckt wird von draußen oder ja, vom Generator, kann auch sein, dann schaltet es um auf 230 Volt. Und sobald 230 Volt wieder wegfällt, haben wir wieder Betrieb über 12 Volt. Dann habe ich eben die Option längere Leitung bis 10 Meter. Da müsst ihr uns angeben, wie lang muss die Leitung sein von hier bis zum Kühlaggregat. Diese längeren Leitungen haben wir nicht am Lager. Wir fertigen die auf Kundenbestellung. Das heißt, etwa eine Woche mehr Lieferfrist. Wir versuchen die Geräte im Lager zu haben, dass wir eigentlich ab Lager sofort liefern können. Und wir haben einen Aggregatbefestigungswinkel. Das ist ein Winkel aus Chromstahl, wo wir das Aggregat draufsetzen können und zum Beispiel irgendwo an die Wand schrauben. Weil das Aggregat muss so auf den vier Gummifüßen stehen bleiben. Das Aggregat ist nicht ganz das gleiche, aber fast. Wir haben da den größeren Kompressor drin, den BD50. Aber wir haben einen belüfteten Kondensator. Das heißt, wir ziehen hier die Luft an. Dazwischen drin sitzt ein Ventilator, den Kompressor und die Steuerung von SecOp. Ein Kühlschrank kann nicht kühlen. Im Kühlschrank wird es auch nicht kühl. Im Kühlschrank ist es nur weniger warm. Das ist Fakt. Und diese Wärme, die wir aus dem Kühlschrank entziehen, dass er weniger warm ist, wird hier an diesem Wärmetauscher abgegeben. Also dieser muss belüftet sein, dass ihr den an der Wand stellt, hier ein Gitter davor und ein Loch, dass er aus dem Nebenraum die Luft ansaugen kann. Ich mache euch hier ein Video, wie man den nicht einbauen sollte. Ja, sonst kann ich hier über das Aggregat nicht viel sagen. Das ist Standard 12 Volt SecOp-Kompressor, der meist verbaute Kompressor, also der größere. Das ist bewährte Technik seit mehreren Jahren. Ja, sonst gibt es hier zu diesem Kühlschrank eigentlich nicht viel zu sagen. Ist ein interessantes Modell anstelle eines Absorberkühlschranks, weil heute ist ja das Thema immer mehr weg vom Gas. Absorberkühlschrank läuft mit Gas 12 und 220, also 230 Volt. Bei 12 Volt braucht ein Absorberkühlschrank gegenüber diesem Kompressorkühlschrank etwa 8-mal mehr Energie. Bei 220 auf dem Campingplatz merken wir es nicht so. Und Gas habe ich sehr eine hohe Energiedichte. Und hier geht das Gas nicht. Der Vorteil auch vom Kompressor gegenüber dem Absorber ist bekannt. Der Absorberkühlschrank kühlt nicht, wenn er schräg steht. Also nur ein bisschen schräg. Wenn er bewegt wird. Und wenn es über 35 Grad hat. Wenn hinten am Wärmetauscher und der Absorber, da geht das Kühlaggregat über die ganze Länge. Wenn hinten 42,3 Grad herrschen am Wärmetauscher, ist einfach fertig lustig. Also das heißt, der Absorber muss wesentlich besser gekühlt werden. Oder
er bringt mehr Wärme, doch das muss die Kühlung besser sein als beim Kompressor. Der Nachteil vom Kompressor ist natürlich, er läuft nur auf 12 Volt oder mit der Option auf 230 Volt. Das heißt, wenn ich den nur über Batterie betreiben will, muss ich elektrisch aufrüsten. Wir haben noch keine definitiven Energiewerte, wir haben die Verbrauchszahlen vom Lieferanten, das sind teilweise nicht so genaue, wir testen die lieber selber, aber soweit sind wir noch nicht. Auch im Katalog drin habe ich keine Energiewerte. Der Energiewert von so einem Kühlschrank liegt etwa bei 1,5 Ampere, die er zieht pro Stunde. 1,5 Ampere pro Stunde sind dann um die 36 Ampere pro Tag. Bei 25 Grad außen. Seid ihr im Sommer unterwegs? Süden? Irgendwo Spanien, Italien, Griechenland? Dann habt ihr auch schon mal 32 Grad im Schnitt. Dann liegt der Stromverbrauch pro Tag gegen 60 Amperestunden. Ich habe hier zum Beispiel so eine 100 Ampere Lithium-Batterie. Da mache ich euch sicher ein anderes Video drüber. Oder verlinke euch, wie die Uhr innen offen aussieht. Und diese Batterie, 100 Ampere Lithium, ich brauche 60 im Sommer, dann wäre die Batterie in gut 1,5 Tagen leer. Wenn ich das mit Solar bereitstellen muss, müsst ihr eine Solaranlage auf dem Boot, auf dem Dach haben, circa um die 250 bis 300 Watt. Wenn ihr nur ein Van habt und keine Solarzellen, müsst ihr im Schnitt etwa 2 Stunden, 1 Stunde fahren. Wenn ihr einen Ladebooster drin habt auf die Batterie, was Standard ist, 30 Ampere, müsst ihr etwa 2 Stunden am Tag fahren und dann ist diese Batterie auch wieder voll. Oder über ein Ladegerät, vernünftiges 20 Ampere, aber da hängt ihr den ganzen Tag am Campingplatz. Von dem her ist das dann kein Thema, da könnt ihr die Batterie in 3 Stunden, den Tagesbedarf in 3 Stunden wieder reinholen. Hier kann man natürlich auch aufrüsten auf größere Batterien, aber das ist etwa der Verbrauch, der dieser Kühlschrank hat oder was man elektrisch rechnen muss. Ja, eben, hier mache ich einen Einbau, wie man ihn nicht einbauen sollte. Hier verlinke ich euch die Batterie und hier unten stelle ich euch den Kompressor im offenen Zustand vor oder alle Kompressoren, die wir so im Sortiment haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.